Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Painting Tutorial. Ja, mal wieder ein kleines Quick-Tipp-Video, damit sich auch mal die Quick-Tipp-Playliste etwas mehr füllt. Ein Quick-Tipp, was ich eigentlich schon vor langer Zeit machen hätte müssen, ist das Add-on, das einem ermöglicht, Photoshop-Dateien zu öffnen. Ja, ich habe hier schon mal eine Vorlage, im wahrsten Sinne. Die habe ich von einem Tutorial zu einem Kanaldesign hergeholt, keine Ahnung. Jedenfalls will ich das dann einfach mal damit testen. Ich versuche jetzt mal zu beweisen, dass man die so nicht öffnen kann. Falls ein schlauer Meier kommt und sagt, man könnte das schon ohne Addon schaffen. Das wäre unter Dings. Nein, das war unter. So. Paint, da. Paint.net. Immer. So, dass man das gleich direkt öffnen kann. Bildformat ist unbekannt und kann nicht geöffnet werden. Und das ändern wir jetzt durch ein kleines Add-on. Das holen wir uns auf von ship.de. Der Link ist wieder in der Beschreibung. So wie immer. Und ja, erstmal auf die Seite logischerweise. Bin etwas heiser heute. Aber ich wollte ja auch mal wieder ein Video machen. Ja, da sieht man direkt, das ist ein PSD-Plugin. Steht für Photoshop Dateien oder Data, keine Ahnung, auf jeden Fall PS steht für Photoshop und es ist ein Plugin, wer hätte es gedacht. Ja, mehr gibt es auch gar nicht dazu sagen, einfach nur downloaden. Boah, bin wieder etwas heiser. Immer noch. So, öffnen. Man kann das eigentlich, na, besser nicht schließen. Hui, genau, Liste lernen. Und dann kann man es entpacken, erstmal auf dem Desktop, wenn man will. So, danach schneidet man die aus, wenn man will, oder einfach nur kopieren. Danach gibt man in seinen Paint.net Ordner. PP, da. Danach gibt man nicht unter Effects, sondern unter File Types, diesmal, und fügt es ein. So, wenn wir jetzt das Ganze nochmal starten, man kann es auch nochmal per Paint.net normal starten, dann sollte man das eigentlich öffnen können. Und tada, es funktioniert. Ja, wie gesagt, das ist eben halt aus einem Tutorial auf YouTube. Und ich habe mir einfach mal das Beispiel geborgt. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, falls du das Video siehst. Und ja, ach genau, was ich noch sagen wollte. Hier, die Transparenzen, die schon in Photoshop eingestellt worden sind, bleiben. Also die Deckfähigkeit. Wie es mit dem Blending-Modus aussieht, denke ich mal auch. Der hätte jetzt aber hier keinen verwendet, soweit ich weiß. Nee. Auf jeden Fall, das im Hintergrund, falls es euch interessiert, sind Brushes. Die kann man in Photoshop einstellen. Das wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, was ich noch zu dem Add-on sagen wollte, ist, es ist ziemlich gut. Vor allem, wenn man in Photoshop ein paar Effekte hat, die man in Paint.net nicht hat und es dafür noch keinen Add-on gibt. Oder auch umgekehrt. Ja, und wenn man natürlich auf einem PC ist, wo kein Photoshop drauf ist, kann man dann einfach Paint.net draufhauen. Weil das kann man sich ja überall downloaden. Und dann kann man da weiterarbeiten. Das ist ganz praktisch. Ja. Das war es noch eigentlich von mir. Ich werde den Link wieder in die Videobeschreibung packen. Da. Nein, auch nicht den, sondern den hier. Dann einfach auf zum Download, dann nochmal Download Server Chip Online auswählen. Und dann sollte es automatisch innerhalb von ein paar Sekunden machen. Also anzeigen. Ich werde das logischerweise nicht als Beispiel hochladen, da das ja schon hochgeladen ist. Ihr habt ja eure eigenen Sachen, die ihr dafür verwenden wollt, von daher wäre es ja unnütz, wenn ich da irgendwas hochladen würde. Okay, bevor ich noch weiter schwatze, würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!